Ja, hallo, willkommen hier mit Electro News bei Review Mirror. Mal ein ganz anderes Video hier an dieser Stelle. Wie ihr im Intro schon sehen konntet, geht es um Elektromobilität, aber es geht um Elektrobusse. Genau, zwei an der Zahl. Die Völklinger Verkehrsbetriebe hier im schönen Saarland haben die zwei Busse angeschafft. Und ihr werdet jetzt hier gleich noch ein paar Einblendungen sehen zu den Details. Wir sind auch mit dem Bus mitgefahren. Das war auch sehr, sehr interessant und spannend. Und es war auch viel los, wie ihr auf den Videos nachher sehen könnt. War Ministerpräsident Tobias Hans vom Saarland war da. Der Herr Gundacker hat hier eine Rede gehalten. Herr Wolschert hat eine Rede gehalten. Es war die Oberbürgermeisterin vor Ort. Es war also ein riesen Presserummel. Auch der Saarländische Rundfunk war hier zugegen, um einen Beitrag zu drehen. Was soll das Ganze jetzt hier auf Review Mirror? Ich hatte letztes Jahr schon, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, hatte ich schon eine Anfrage gestartet an die Völklinger Verkehrsbetriebe. Hier nochmal ganz besonderen Dank an die Frau A., die mich hier unterstützt hat. Und dieser Fragenkatalog wurde dann auch dementsprechend beantwortet. Und ich habe hier auch im Video einen Interviewpartner gefunden, den Herr Renkes. Leider hat mir mein Mikrofon ein Streich gespielt und das kamerainterne Mikrofon hat leider nur aufgezeichnet. Es waren zwar nur drei Fragen, aber Herr Renkes hat die ausführlich beantwortet. Ich habe die aber auch, wie gesagt, hier im Fragenkatalog und das Ganze gehen wir jetzt einmal durch. Also, was erwartet euch jetzt in dem Video? Es gibt drei Teile und zwar allgemeine Fragen, technische Fragen und die Finanzsituation. So, das heißt, ich fange jetzt mit den allgemeinen Fragen an. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr ja weiterspulen. Ich versuche es mal mit Sprungmarken in der Beschreibung, dann seht ihr genau, was ihr hier zu erwarten habt. Entschuldigt mir den ein oder anderen Fehler, Patzer, wie auch immer. Es war ja ein bisschen schwierig, als One-Man-Show hier das Ganze aufzuziehen. Aber ich denke, für einen ersten Einblick in die Elektromobilität in Sachen ÖPNV ist es eigentlich eine gute Sache. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier die ganzen Impressionen, die wir so hatten. Und ich werde euch dann jetzt einfach mal die Fragen vorlesen. Also allgemein, wieso eigentlich E und nicht H? Also begonnen hat diese Entscheidung 2017 schon. Es gab kaum Anbieter von Wasserstoffbussen auf dem Markt. Von einer Serienproduktion von Bussen war damals auch noch nicht wirklich zu sprechen. Des Weiteren sehen wir die Wasserstofftankstelle auf unserem Betriebshof kritisch, da wir mitten in einem Wohngebiet liegen. Zusätzlich ist ein Invest von ca. 2 Millionen Euro für die Tankstelle notwendig. Busse sind noch einmal ca. 100.000 Euro teurer als Elektrobusse. Und derzeit ist auch noch nicht klar, woher die Mengen an diesem grünen Wasserstoff bezogen werden könnten, das im Hinblick natürlich auch auf unsere derzeitige Energieproblematik, wo wir mit den Erneuerbaren ja erstmal unseren eigenen Grundbedarf decken sollten. Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage, woher kommt denn der Strom? Antwort: Wir sind verpflichtet, den grünen Strom für das Laden der E-Busse zu verwenden. Dies wird bei der Beschaffung unseres Stromes auch berücksichtigt. Geplant ist derzeit der Bezug von Strom aus 100% Wasserkraft zu verwenden. Nächste Frage, wie weit kann denn der Bus fahren? Also WLTP-Reichweite, reale Reichweite, was ist denn da so, die Angabe, die wir da haben? Antwort dann von den Völklinger Verkehrsbetrieben. Wir hatten bei der Ausschreibung der Fahrzeuge drei verschiedene Herstellerfahrzeuge auf dem Hof. Bei allen drei Herstellern, Mercedes, Solaris und VDL, wurden die vorgegebenen Angaben der Reichweite auch erfüllt. Unsere Fahrzeuge werden zwischen 250 und 300 Kilometer weit fahren können. Weiß jetzt nicht, ob das WLTP ist oder real. Auf jeden Fall in dem Bereich wird es sich bewegen. Und ja, im Winter, wie gesagt, dann eher weniger wegen der Batterieheizung und der Innenraumheizung und im Sommer dann ja, wahrscheinlich die beste Reichweite, jetzt analog zum Elektroauto. Nächste Frage, benötigt der Fahrer denn eine spezielle Schulung für diesen Elektrobus? Ja, Antwort von den Verkehrsbetrieben, ja, die Fahrer werden Schulungen erhalten, insbesondere auch bezüglich der Fahrweise und vor allem an welchen Bauteilen die Fahrer nicht hantieren dürfen bezüglich der Hochvolttechnik. Kennt man ja vom Elektroauto, die orangenen Kabel, Finger weg. Nächste Frage, werden die Elektrobusse nur auf bestimmten Linien eingesetzt?
Antwort von den Völklinger Verkehrsbetrieben dazu. Es wird spezielle E-Bus-Umläufe geben. Unser Fahr- und Dienstplanprogramm wurde um die E-Mobilität erweitert und es werden optimierte Umläufe für den E-Bus geplant. Auch an Witterungsbedürfnisse angepasst. Das Planungstool bekommt die Freiheiten, auf allen unseren Linien E-Busse einsetzen zu können. Hier wird dann eine optimale Zusammenstellung der Fahrten zu Ladezyklen ausgewählt. Also dynamisch kann auf allen Linien dementsprechend eingesetzt werden. Die nächste Frage, wie viele Busse sind denn insgesamt im Einsatz? Ab März 2022 werden 2 Solobusse eingesetzt, die ihr hier jetzt im Video seht. Im Mai 2022 folgen dann ein Gelenkbus und ein weiterer Solobus. Und im Mai 2023 nochmals 2 Solobusse. Beworben haben wir uns weiterhin auf die Förderung für die Jahre 2024 und 2025. Hier sollen dann in 2024 4 Solobusse und ein Gelenkbus und in 2025 5 weitere Solobusse folgen. Also ein gutes Ziel, da geht es richtig rund, dass wir da auch die Elektromobilität da voranbringen. Nächste Frage dann, wie viele Busse werden ersetzt und bis wann? Die Planung sieht vor, ein rein elektrischer betriebener Betriebshof zu werden. Dies könnte bei einer normalen Beschaffung ab 2023 von jeweils 3 Bussen pro Jahr im Fall 2031 dann eintreten. Muss man halt dann eben sehen, wie es vorangeht. Sieht man aber auch daran, dass hier zum Beispiel auch die Elektroautos schon eingesetzt werden von den Völklinger Verkehrsbetrieben, sowie auch die Werkstattwagen und die Technikerwagen sieht man hier eingeblendet. Die sind also sowieso schon im Einsatz. Nächste Frage. Wie hoch ist denn eigentlich die CO2-Einsparung? Pro Kilometer etwa 1,2 Kilogramm bei einer Laufleistung von etwa 50.000 Kilometer pro Jahr und den 6 Bussen werden dann etwa 360 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Jede Menge, wie ich finde. Nächste Frage, was passiert denn eigentlich im unwahrscheinlichsten Fall einer leeren Batterie unterwegs? Gibt es da ein Notstromaggregat, wie man ein Auto so früher überbrückt hat, oder muss dann der Bus abgeschleppt werden? Antwort, Busse müssten in diesem Fall natürlich abgeschleppt werden. Das ist jetzt auch eher so eine kleine provokante Frage, aber ich weiß, es gibt Leute, die diese Fragen stellen. Nächste Frage. Wurden denn spezielle Vorkehrungen zum Thema Brandschutz getroffen im Busdepot? Ist ja auch eine Sache, weil, wie gesagt, ist ja Wohngebiet. Besondere Vorkehrungen für den Brandschutz im Depot müssen nicht getroffen werden. Die Feuerwehr erhält vom Fahrzeughersteller eine Schulung, was bei einem Brand eines E-Busses zu beachten ist. In dem Falle also von VDL, da gibt es dann also so einen Katalog. Die Feuerwehr wird dann informiert, was da genau drin ist. Ihr kennt die Batteriezellen, brauche ich jetzt nicht mehr drauf einzugehen. Von welcher Marke werden die Busse sein? Hatten wir ja gerade. Wir beschaffen bis 2023 von dem niederländischen Hersteller VDL. Danach wird man dann halt sehen, ob es da bleibt oder ob es eine andere Marke wird. Genau, kommen wir zur Technik. Frage, wie wird der Bus eigentlich geladen? Wird er so geladen wie das Elektroauto über so einen normalen kleinen Handstecker, so einen CCS? Oder gibt es da was Proprietäres, also irgendeine Sonderlösung? Antwort von den Verkehrsbetrieben, geladen wird der Bus ausschließlich über CCS-Stecker. Wie lange dauert das Laden? Das Laden dauert bis zu 8 Stunden. Mit welcher Ladeleistung wird denn geladen? Antwort, zwischen 80 und 150 Kilowatt. Gibt es Gelegenheitsladungen, also unterwegs an speziellen Haltestellen, oder sind es reine Depotlader? Heißt also, laden die ausschließlich im Stall und fahren dann den Tag über rum? Antwort von den Völklinger Verkehrsbetrieben, wir bauen die Flotte als Depotlader aus. Mit wie viel Volt arbeitet das Hochvoltsystem im Bus? Antwort, in unserem Falle mit 580 Volt. Welche Kapazität hat der Akku? Antwort, der Solobus hat eine Kapazität von 315 Kilowattstunden und der Gelenkbus hat eine Kapazität von 378 Kilowattstunden. Frage, ist es ein reiner E-Bus oder gibt es noch eine fossile Zusatzheizung für den Innenraum, für im Winter? Antwort von den Verkehrsbetrieben, wegen der Förderung müssen es reine E-Busse sein. Eine fossile Heizung war gar nicht erlaubt. Nächste Frage, wie viel größer oder schwerer sind denn die E-Busse im Vergleich zu ihrem fossilen Pendant? 12 Tonnen wiegt der Dieselbus und 18 Tonnen wiegt der E-Bus, natürlich geschuldet dem Akkupack. Das Antriebskonzept, sind das Asynchronmotoren? Wie ist die Leistung dieser Motoren und welcher Hersteller
ist dort verbaut? Antwort von den Verkehrsbetrieben: Es dreht sich um einen Zentralmotor von Siemens mit 163 Kilowatt Leistung, beziehungsweise beim Gelenkbus mit 210 Kilowatt Leistung. Noch eine Frage: Spielt kontaktloses Laden, zum Beispiel bei längeren Stops, zukünftig irgendeine Rolle? Da gibt es ja MomentumDynamics.com, die sowas anbieten für Elektroautos. Aber das ist laut den Völklinger Verkehrsbetrieben im Moment kein Thema. Kommen wir jetzt zu den Finanzen. Wie viel Prozent teurer sind die Elektrobusse im Vergleich zum fossilen Pendant? Die Antwort der Verkehrsbetriebe: mehr als doppelt so teuer. 230.000 Euro etwa für einen normalen Bus und bis zu 558.000 Euro für einen Elektrobus. Nächste Frage: Plant man weitere PV-Anlagen, um grünen Strom zu erhalten und die Betriebskosten weiter zu senken? Das ist im Moment für die Völklinger Verkehrsbetriebe kein Thema. Nächste Frage: Was passiert denn langfristig mit den Ticketpreisen durch die Elektrifizierung? Die Antwort: Die Ticketpreise sind die Sache des Verkehrsverbundes und nicht der Völklinger Verkehrsbetriebe. Da müsste man also dann beim SAVV nachfragen. Gibt es denn Berechnungen zum Einsparpotenzial, Thema Unterhaltskosten? Die Völklinger Verkehrsbetriebe gehen davon aus, dass die Unterhaltung günstiger wird. Alleine schon deshalb, weil Öle wegfallen und die Motoren wesentlich weniger bewegliche Teile haben. Die nächste Frage: In der Presse kursieren Förderungen bis 80%. Was müssen die Völklinger Verkehrsbetriebe noch zusätzlich für die E-Busse aufwenden? Die Antwort der Verkehrsbetriebe: Förderung 80% der Mehrkosten, nicht 80% des Anschaffungspreises. Also kosten Völklinger Verkehrsbetriebe 295.600 Euro für einen Solobus, somit etwa 70.000 Euro Mehrkosten zu einem Dieselbus. Nächste Frage: Wer fördert das genau? BMVI, BMU oder beide? Die Antwort: BMU für die Fahrzeuge und das Wirtschaftsministerium für Ladeinfrastruktur und die Werkstattumbauten. Das war es schon gewesen. Das war mein Fragenkatalog. Das, was uns so eingefallen ist im näheren Umfeld, was die Leute interessieren könnte zu diesem Elektrobus. Ich hoffe, ich konnte euch hier etwas Informatives rüberbringen zu diesen zwei Elektrobussen und ihr habt jetzt hier einen Eindruck bekommen, wie die Teile aussehen. Und hier mal noch kurz: Wie hört sich denn eigentlich ein Elektrobus von innen an, wenn man damit fährt? Bitteschön. Mir ist auch dieses Surren aufgefallen. Das ist anscheinend dem Klimakonverter anzulasten, der da gelaufen ist. An sich finde ich natürlich, es fehlt dieses Brummen des Dieselaggregats. Und die Fahrt ist sehr viel angenehmer, sehr viel ruhiger auch. Aber ein Bus per se ist innen natürlich laut, er hat einen riesen Raum und von daher hört ihr es auch knarzen und knacksen. Ist aber jetzt nichts, was irgendwie großartig problematisch wäre. Also alles in allem eine schöne Sache für die Elektromobilität, dass jetzt hier die Völklinger Verkehrsbetriebe im schönen Saarland auf diese Elektroschiene aufgesprungen sind, sozusagen. Ich werde auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben, falls es News gibt.
von den Verkehrsbetrieben werde ich nochmal anfragen. Dann werden wir nochmal uns unterhalten, eventuell mit dem Herrn Gundacker oder mit dem Herrn Wollscheid mal sehen. Und wie gesagt, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken, dass ich dort eingeladen wurde. Wie ihr gesehen habt, mein Sohn durfte auch mitkommen. Wir waren dort. Presse war halt auch geladen und es war super informativ, vor allen Dingen auch mal eine andere Seite zu sehen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Und das wollte ich euch hier mit diesem Video einfach mal mitgeben und freue mich auf eure Kommentare, auf eure Fragen, Kritiken, Anregungen, wie immer runter in die Kommentare. Wenn Zeit ist, werde ich natürlich darauf antworten. Wenn ihr spezielle Fragen habt, kann ich die natürlich auch gerne weiterleiten und euch hier eine Antwort geben. Das war's. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt stabil. Danke nochmal an VVB und wir hören uns und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.